Hallo Freunde der virtuellen Realität zwischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map mit Story Holzer Map am Tegernsee. In der letzten Folge, da hatten wir ja die super schlaue Idee, dass wir noch vor dem Regen versuchen wollen zu dreschen und haben dann aber festgestellt, wir haben so einen Nebel, so einen Tau, das ist viel zu nass, das wird nichts. Und haben dadurch einige Stunden Zeit verschwendet. Und am Ende hat es dann angefangen zu regnen und ja, wir haben dann hier schnell alles irgendwie unter Dach gefahren. Und ja, jetzt regnet es hier seit 4 Stunden schon. Kurz nach 12 hat es angefangen zu regnen. Also 12, halb 1 rum. Jetzt haben wir es 5:30. Es regnet und regnet. Es wird jetzt so langsam ein bisschen weniger. Ich habe eigentlich gedacht, wir warten den Regen ab. Das gibt bestimmt nur so einen Schüttler und dann ist es wieder weg. Und dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Aber nö, es regnet und regnet und regnet. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen weniger geworden. Und wir können ja nicht den ganzen Tag nichts tun. Das geht ja auch nicht. Und entsprechend müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt irgendwie in die Arbeit stürzen, trotz des Regens, ne? Was ja heute eigentlich so ein bisschen der Plan war, zum einen natürlich unsere Strohballen vollends. Wir haben ja auch noch Strohballen draußen liegen auf der Wiese. Auf der Wiese, ja genau, auf der Wiese haben wir Strohballen liegen, so ist das. Auf dem Acker haben wir noch Strohballen liegen, auf unserem weißen Acker. Und ja, ne, hätte ich das nicht die Zeit verschwendet mit dem Mähdrescher, hätten wir vielleicht dann 100 Anhänger voll heimgekriegt. Aber, na oh, gut, jetzt wird es so ein bisschen weniger mit dem Regen, es hört vielleicht tatsächlich demnächst auf. Na, wir haben ja einen Anhänger voll gemacht. Und der steht jetzt hier drin, ne, der Anhänger. Und ja, ne, das hätte wahrscheinlich nicht geklappt, dass wir noch in den 2,5 Stunden oder so, die wir da Zeit hatten, alle Strohballen von uns reingekriegt hätte. Aber vielleicht hätten wir noch einen Anhänger von uns reingekriegt, jetzt liegen die halt draußen im Regen. Gut, das macht den Strohballen nicht ganz so viel, das können die schon ab, dass es mal ein bisschen regnet. Aber ja, allzu lang sollten die da jetzt nicht liegen. Aber unser eigentlicher Plan für heute war ja Mistfahren. Und ja, nachdem es jetzt doch ganz ordentlich geregnet hat, ist natürlich die Frage, wie es auf den Wiesen jetzt aussieht. Ist es nicht ganz so ideal, da jetzt auf die Wiese zu fahren, zum Mistfahren. Entsprechend habe ich mir eine andere Arbeit gesucht und die hat aber das Problem, dass... Juhu, es hat ausgehört. Wollte ich gerade sagen, die hat das Problem, dass wir die Strohballen jetzt erstmal runterladen müssen. Wir werden jetzt erstmal diesen Anhänger abladen. Wir werden jetzt erstmal den Anhänger abladen. Das ist die erste Aktion. Und ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Zeitrafferaufnahme davon und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Da haben wir es jetzt hier drin, unser Haferstroh. Da habe ich ein bisschen lustig hingestapelt, aber es liegt hier nicht schlecht. Ich habe mir jetzt im Nachhinein überlegt, ich hätte es eigentlich hier hinten dazu stapeln sollen. Dann habe ich ja die beiden gekauften Strohballen jetzt noch schnell hingestellt. Weil wir haben ja wesentlich mehr Weizenstroh und hier vorne haben wir im Grunde genug Platz. Da kann man ja wunderbar reinfahren. Jetzt müssen wir das Weizenstroh nachher hier hinten transportieren. Aber mal gucken, dann tun wir vielleicht hier diese beiden Saatgutpaletten woanders hin. Und dann stapeln wir hier in diese Wand das Weizenstroh schön hoch. Ja, müssen wir mal schauen. Es war jetzt nicht ganz so schlau, aber da habe ich halt nichts gedacht. So, ja, jetzt haben wir den Anhänger frei und was ich jetzt eigentlich vorhatte, war den Anhänger jetzt erstmal mit Silageballen beladen und ein paar Silageballen verkaufen fahren. Und ja, ich denke mal, das werden wir auch machen. Und ja,
Machen wir nochmal eine Zeitraffaufnahme oder wie machen wir das überhaupt denn sowieso? Beziehungsweise das Problem ist ja, dass wenn wir den Anhänger wegfahren wollen, dann brauchen wir den ZT, weil der hier ja mit der Druckluftbremse und so und Anhänger voll Silage ballen ohne Bremse fahren, ist jetzt nicht so eine tolle Idee, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. Na, der ZT steht ja noch draußen. Wäre eine andere Variante, dass ich mich mal gerade kurz rausfahren lasse und wir den ZT holen. Das wäre vielleicht schlauer, wenn wir das zuerst machen. Dann machen wir den Eichel gerade kurz raus. Raus, ja genau, aus. So. Und ja, dann holen wir mal eben den ZT und dann gucken wir mal. Das Problem ist ja auch, wird auch bald dunkel und so. Aber ja, schauen wir mal. Ne? Wahrscheinlich komme ich dann eh heute zu nichts mehr, aber ja, jetzt gucken wir erstmal. So, Dele, da sind wir jetzt draußen an unserem ne schönen, wunderschönen, ja, Gerstefeld. Ach ja, wäre das nicht schön, wenn das geklappt hätte mit dem Dreschen. Hat es aber nicht. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, was das Wetter macht. Wenn wir so ein bisschen mal in unseren Wetterbericht reinschauen. Wir haben es jetzt sehr viel bewölkt, für sehr viel lang. Und dann soll es irgendwann Schnee geben. Das wird jetzt sehr spannend, wie wir da noch irgendwie Ernte wegkriegen. Heute wird es jedenfalls nichts, es ist alles noch klatschnass. Schauen wir mal, ob es vielleicht morgen besser wird. Jetzt fahren wir aber erstmal den ZT heim. Und ja, dann gucken wir mal, was der Tag noch so für uns bringt. Wie gesagt, eigentlich müssten wir jetzt noch den Ballenwagen wenigstens mal vollladen mit ein paar Siloballen, die wir dann verkaufen fahren. Heute ist aber wieder schon ein bisschen zu spät, um die verkaufen fahren. Fahren wir dann morgen wahrscheinlich weg, morgen früh. Aber dann, wenn wir schon mal einen Anhänger voll hätten, dann wäre das zumindest schon mal ein Anfang. Naja, jetzt gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, vielleicht fahre ich auf der Heimfahrt gleich mal an der Tankstelle vorbei mit dem ZT und tanke den wenigstens mal. Dann Eiche müssen wir auch noch tanken. Wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt, wenn wir das noch schnell machen. Und ja, dann ist wahrscheinlich, wie gesagt, der Tag schon wieder vorbei. Ne? Es wird auch in einer halben Stunde wird's dunkel oder in einer Stunde von da. Ja, so im Herbst kriegt man nicht mehr ganz so viel gebacken und müssen ja gucken, irgendwann auch noch den Mist dann auf unsere Wiesen bringen oder so, aber das eilt jetzt auch nicht ganz so wahnsinnig, ne? Das können wir auch noch später machen, von daher, ja, schauen wir mal einfach mal, wie das Ganze so wird. Sodele, ja. Vollgas. Hört ihr eigentlich überhaupt was von dem ZD? Ich hoffe, ihr hört ein bisschen was davon. Ich weiß jetzt nicht, wie laut oder leise mein LS gerade eingestellt ist. Aber ich möchte jetzt eigentlich auch nicht gucken, weil, ja, dann fahre ich in die Leitplanke rein. Das wäre, glaube ich, sehr amüsant für euch, nicht unbedingt für mich und den ZD. Ach, ist das herrlich, dass er so schnell fährt, ne? Das bereue ich nicht kein bisschen, dass wir den aufgedreht haben. Selbst wenn ich den jetzt tatsächlich, naja, ich hab den jetzt ja mal reingestellt, einfach für 10.000 bei Kleinanzeigen, einfach mal gucken, ob sich irgendwer meldet. Selbst wenn sich jetzt wer melden würde, mir das Ding verkaufen. Ja, bereue ich es trotzdem nicht, dass wir den hier aufgedreht haben. Weil der läuft wirklich gut. Das macht echt Spaß. Naja, ich würde mal sagen, ich glaube mal, dann ne, machen wir noch eine kleine Zeitraffaufnahme. Ja, machen wir. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ja, da wären wir jetzt hier quasi auf unsere Wiese angekommen. Ich bin mir gerade so ein bisschen am Überlegen, welche Ballen wir denn zuerst aufladen. Letztendlich ist es vollkommen egal, weil ne, wir wollen eigentlich, wir haben so viel Überschuss an Silo, wir müssen verkaufen. Und ja, wo wir da anfangen, ist letztendlich egal. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier oben an. Das ist natürlich nicht so praktisch. Hier ist alles schräg und schief und schepp, aber ja, müssen wir machen. Ist auch alles hier ein bisschen nass und da wird es hier gleich ein bisschen matschig, wenn wir hier fahren, aber. Hilft ja nichts, ne? Das ist nun mal Herbst, ist nun mal Herbstwetter. Kann man jetzt auch nicht abwarten, bis immer trocken ist. Das funktioniert so einfach nicht. Ja. Ne? Können wir nicht wirklich, ja, ist einfach so. Von daher, ne, man sieht es ja hier, ne, richtig Spuren reingekriegt, um da hochfahren. Aber ne, was soll ich machen? Also, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Der Eiche ist jetzt ja im Moment mit der Ballengabel quasi. verbunden. Die Ballengabel ist noch eigentlich angehängt, Menschenskind. So, ja, Worte, Sätze. Manchmal ist das nicht ganz einfach. Ballengabel ist im Moment am Eiche angehängt, mit dem können wir aber die Siloballen nicht aufspießen, das wäre ein bisschen blöde. Deswegen müssen wir jetzt erstmal wechseln auf unseren Greifer. Und
Ja. Dann werden wir mal unseren Spaß haben, die Siloballen da auf den Anhänger zu verladen. Ist immer ein Spaß, so alte Siloballen, die schon länger liegen, zu verladen, dass die nichts dabei kaputt geht und so. Die sollen ja dann schon vielleicht auch noch eine Weile lagern. Von daher ist immer nicht so ideal. Besser verkauft man die direkt, wenn es frisch und neu sind. Aber was soll ich machen? Na, was soll ich machen? Ist jetzt halt so, wie es ist. So. Das können wir direkt hier lassen, das Ding. Es ist nur die Frage, wo habe ich jetzt die Stange? Und hoffentlich habe ich jetzt den Fliegel nicht da voll davor gestellt. Ich habe schon fast so ein bisschen den Verdacht, dass ich den Fliegel voll davor gestellt habe. Ja, habe ich. Oh, weia. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das hier irgendwie zurechtgeschoben kriegen. Manchmal frage ich mich echt, wo mein Gehirn ist, ne? Aber ich glaube, wenn wir hier einfach ein bisschen gegenschieben, dann klappt das, dass die vor uns gerade liegt. Jupp. So. Sehr schön. Hier müssen wir jetzt nur so gucken, dass wir die Schläuche vorne hier dran machen. Ne? Und hier hinten müssen wir gucken, dass die Schläuche auch eingesteckt sind. Sind sie aber. Perfekt. Ja, für unsere Zusatzschläuche, die hier vorgehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, können wir uns dran machen, die Siloballen zu laden. Beziehungsweise erst gucken wir mal, ob wirklich alles funktioniert. Ja, funktioniert. Perfekt. Also würde ich mal sagen, machen wir unseren Siloballen laden. Zeitrafferaufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis gleich. Ja, sonderlich schön ist das jetzt nicht beladen. Wir lassen es einfach mal so stehen. Und ja, morgen früh fahren wir dann auf den Weg, die zu verkaufen. Zum Glück müssen wir nicht so weit, ne? Sonst wäre das ein bisschen schlecht, so wie wir beladen haben. Aber wir müssen nicht weit, von daher wird das hoffentlich reichen. Ja, Siloballen laden ist meine Lieblingsbeschäftigung. Nicht unbedingt. Jetzt fahren wir erstmal gemütlich heim. Und ja, wie gesagt, heute Abend können wir leider nicht mehr wegfahren. Und ansonsten. Ich habe mir überlegt, ob wir es schauen sollen, ne? Aber wir können halt Strohballen auch nicht heimfahren ohne Anhänger. Und ja, im Grunde sind wir jetzt eigentlich erstmal durch, ne? Für den Tag, können nicht so viel wirklich mehr machen. Von da denke ich mal, ist es heute ein bisschen früher Feierabend als gestern. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ne? Dass wir morgen früh gleich unsere Ballen verkauft kriegen. Und ja, genau. Stopp! Oh, fahren wir den auch mal wieder hier rein. Stopp! Stopp! So. Falls es heute Nacht regnen sollte, wird es aber hoffentlich nicht. Feierabend! So, machen wir da drüben, machen wir noch die Tore zu. Na komm, machen wir die Tore noch zu. Manchmal lasse ich die einfach offen stehen, aber ist auch nicht so ideal. Ne? Zieht die Feuchtigkeit rein, ne? Vor allem so im Herbst. Dann fangen die Maschinen an zu rosten. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal Feierabend und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Fahren wir dann gleich erstmal eine Runde Siloballen und dann mal gucken, je nachdem, was das Wetter macht und der Planung und so. Werden wir mal schauen, ob wir dann vielleicht gleich noch einen Anhänger machen morgen oder so. Schauen wir mal. Bis gleich. So, guten Morgen. Ja,
Ein früher Start in den Tag. Wir machen uns gleich auf den Weg rüber, machen ein ZT an und fahren zum Landhandel runter. Um 7 macht der Landhandel auf. Und ja, bis dahin, beziehungsweise, ja, bis dahin bringen wir dann die Ballen hin. Und ja, ich bin so fast ein bisschen spät dran. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich gleich auf 7 unten bin. Nur wir fahren, weiß nicht, 5 Minuten oder so, fahren wir vielleicht 5, 6 Minuten von daher. Ja, sind wir ein kleines bisschen später dran, als ich dachte, aber das passt schon. Und ja. Ja, machen wir das jetzt gleich als allererstes Mal. Zum Glück sind die Ballen nicht runtergerutscht, steht alles noch da, wo ich es gestern abgestellt habe. War mir schon ein bisschen mulmig, den so am schrägen Hang stehen zu lassen, aber ich dachte mir, wenn ich den hier irgendwo anders hinfahre, ist auch nicht gerade. Ich hätte ihn zwar zurück in den Hof fahren können, aber keine Ahnung, irgendwie dachte ich mir, da kann hier schon stehen bleiben. Und ja, da ist zum Glück nichts passiert. Und ja, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Schön gemütlich. Und ja, machen wir mal ein bisschen Ton, dass ihr auch was hört von dem schönen ZT. So. Haben natürlich auch ordentlich Gewicht jetzt hinten dran, ne? Aber fällt mir gerade auf, dass bei den Reifen die der Shader nicht funktioniert, ne? Die rollt doch, die beulen sich aus, aber irgendwie verschwinden die mehr im Boden, als dass sie sich ausbeulen. Irgendwie der Shader nicht so richtig eingestellt. Schade. Ja, wir fahren jetzt erstmal ganz gemütlich raus aus der Wiese hier. Und wie gesagt, wir haben es ja zum Glück nicht weit. Unsere schrecklichen Ladung hier. Die ist echt nicht so super toll geladen. Zum Glück ist es früh am Tag. Es sieht keiner. So, jetzt ist natürlich hier das Problem, dass wir eigentlich überhaupt nicht um die Kurve rumkommen wahrscheinlich. Ja. Das ist ein bisschen. Aber das ist auch okay, glaube ich. Der Anhänger kommt nicht so sehr auf der Strecke raus. Kriegen wir hin. Ja, doch, das geht. Sehr schön. Das schaukelt ganz schön. Lieber nicht nach hinten gucken. So, Delay. Jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir hier einen Gang zurückschalten müssen, hier im Baugrund. Ne, vielleicht können wir uns zum Straßengang einfach runterrollen lassen. So steil ist er nicht. Und wir haben richtig Druckluftbremsen. So. Wir auch unten angehalten kriegen, das Gespann. Dass wir nicht draußen auf die Hauptstraße rollen, das wäre ein bisschen blöd. Ordele. Ja, ne, es ist noch ein bisschen duster, es ist noch kalt, nicht so angenehm. Gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ne, ich bin ja sehr gespannt, ob oh, das nervt ein bisschen mit der Blendenscheibe, ob der Tag ein bisschen besseres Wetter bringt, ein bisschen Sonne, dass die Pflanzen abtrocknen. Vielleicht können wir dann einen Dreschversuch wagen gegen später. Ne, im Moment ist es echt, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie vom Feld kriegen, egal ob nass oder nicht. Aber zu nass darf es halt auch nicht sein, sonst verstopft uns der ganze Mähdrescher oder so. Ist auch nicht unbedingt die allerbeste Idee. Aber ne, sobald das halbwegs nicht mehr ganz fürchterlich nass ist, guck mal, dass wir es runterkriegen vom Feld, weil ja, es läuft uns jetzt echt die Zeit davon. Wir sind jetzt echt, echt richtig im Eimer, was das angeht. Und ja, wir sind auch natürlich, was die Aussaat angeht, schon wieder dann entsprechend in Schwierigkeiten, da werden wir so spät ernten und es wird wieder schwierig mit dem Wintergetreide und so. Also wir sind echt irgendwie jetzt doch
nochmal so 2-3 Wochen richtig durchpowern und Stress machen und dann, ja, haben wir das hoffentlich alles durch. Deswegen bin ich jetzt auch heute Morgen gleich so früh los, ne, dass noch was dran ist im Tag, wenn wir hier die Fuhre gemacht haben und vielleicht nochmal eine machen. Weil sonst ist wieder der halbe Tag so blempert mit irgendwie Zeug zueinander fahren. Und dann kommen wir auch nicht mehr aufs Feld. Ja, hier haben wir übrigens auch noch, ne, die Wiese hier, noch gar keinen zweiten Schnitt gemäht. Wenn das Wetter noch mal ein bisschen trocken ist, können wir da auch noch mal ein paar Siloballen drauf machen. Schaden kann es ja nicht, ne, schaden kann es ja nicht, auch wenn wir gerade im Moment im Grunde Futter im Überfluss haben dieses Jahr, ne. Wer weiß, wie nächstes Jahr aussieht und außerdem verkaufen wir auch einiges. Und ne, finanziell können wir jeden Cent gebrauchen, jede Balle, die wir loskriegen. Von daher... So, da wären wir schon. Oh, fast hätte ich es geschafft in einem Zug, fast. Aber ich muss so ein bisschen gegen korrigieren, weil der ZT einfach nicht so viel einschlagen kann, dass wir da... Jetzt hoffe ich mal. Mist. Hier ist gar kein Trigger. Das ist natürlich schlecht. Dachte ich, rangiere schön hier zur Seite, aber nö. Aber ja, eigentlich man simulieren würde, als würde hier ein Radlader sein, der das Ganze auch ablädt. Und dann ist ja ein bisschen doof, wenn man einfach so mitten reinfährt, aber... Da ist der Trigger gar nicht. Also heißt es doch mitten reinfahren. War's das mit meiner Rangierkunst? Sollele! Haben wir wieder ein bisschen Kohle gemacht. Wie gesagt, haben wir auch dringend nötig. Ja, jetzt fahren wir gemütlich heim. Wir sind eigentlich nicht gemütlich, sondern Vollgas. Und dann gucken wir, dass wir nochmal einen Anhänger voll machen. Den auch noch herfahren. Und ja. Dass wir da mal ein bisschen was geschafft kriegen in die Richtung. Und da müssen wir mal schauen, was wir dann mit dem restlichen Tag anfangen. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal eine Zeitraufaufnahme. Und ja, ne, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. I can't find a way.
Jodele, da wären wir wieder. Hätten wir es geschafft, hätten wir den zweiten Wagen, die zweite Fuhre abgeladen. Und ich habe jetzt ja na, die Ballen, die oben lagen auf der Wiese, habe ich vorhin aufgeladen. Und da habe ich noch zwei von denen, die wir am Hof lagen, auch noch drauf. Weil ne, die wir im Moment noch verfüttern, das ist ja noch vom letzten Jahr, beziehungsweise vom, ja, doch letzten Jahr. Das ist ein bisschen altes Silo noch, oder ich sag mal so, wir haben jetzt ja dann bald ein neues Silo. Und deswegen dachte ich, packe ich davon noch zwei mit drauf. Und ja, überhaupt und sowieso und insgesamt haben wir natürlich ein bisschen zu viel Silo. Also wir werden noch öfter was verkaufen fahren, aber jetzt sind wir erstmal, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was los. Und dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie die Fütterung im Winter so verläuft. Und dann werden wir vermutlich über den Winter verteilt noch ein paar Mal Silo verkaufen. Müssen wir mal schauen, je nachdem wie die Preise sich entwickeln. Vielleicht werde ich auch die ganze Ladung altes Silo, was wir jetzt hier noch rumliegen haben am Hof, also vom letzten Jahr, vielleicht werde ich das auch alles direkt verkaufen. Und dann direkt das Neue an den Hof fahren und das verfüttern oder so. Müssen wir mal schauen. Aber ja, so ist der Plan im Moment. Und ansonsten müssen wir jetzt einfach mal gucken, was das Wetter hier für den restlichen Tag bringt. Im Moment ist es noch sehr diesig und sehr neblig und sehr feucht. Na, der Tau ist im Grunde überall klatschen lassen. Ne? Also da ist im Dreschen ist nicht zu denken. Was wir uns überlegen könnten, wäre Mistfahren. Wenn es zumindest in der Tiefe ein bisschen abgetrocknet hat, dass wir nicht so wahnsinnig schmieren. Das hat jetzt eigentlich gar nicht schlecht funktioniert mit dem Ballenladen, da werden nicht allzu viel Matsch gemacht. Von daher denke ich mal, dass das doch ja nicht ganz verkehrt geklappt hat. Und denke mal, dass wir dann gegen später vielleicht noch Mist fahren werden. Oder ansonsten müssen wir mal gucken. Mit den Strohballen ist es halt so, nachdem jetzt ne, erstmal sind sie nass geregnet worden und dann liegt die ganze Nacht der Tau drauf. Die kann ich jetzt eigentlich nicht reinfahren. Ne? Das ist ein bisschen das Problem. Die müssen jetzt eigentlich nochmal ordentlich abtrocknen, bevor ich die in die Scheune fahre. Weil sonst fahre ich mir die ganze Feuchtigkeit mit in die Scheune. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ne? Wie wir das machen. Aber vielleicht heute Abend dann, einfach bevor der Tau heute Abend kommt, dann noch ne, die Strohbahn heimfahren versuchen. Aber ne, ich denke mal schon, dass ich da 2-3 Stunden mindestens beschäftigt bin. Weil es sind doch einige, die da noch liegen. Und müssen wir mal gucken, wie wir das gedeiht zu kriegen. Ne? Aber jetzt fahren wir erstmal heim und zweites Frühstück und so und dann gucken wir mal, ne, ob es bis dahin vielleicht ein bisschen mehr abgetrocknet ist und wir dann einfach mit dem Mistfahren loslegen, wobei das Mistfahren im Moment gar nicht so arg relevant ist. Ne? Es gibt eigentlich wichtigere Dinge, ne? Dass wir das Strohheim kriegen ist wichtiger, dass wir ne, grubbern und ne, das Saatbett vorbereiten, dass wir tatsächlich dann auch mit der Aussaat beginnen können, ist wichtiger. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob wir nicht vielleicht das Mistfahren doch ganz verschieben sollten. Allerdings denke ich mir, dass es zum Grubbern ein bisschen zu nass ist. Ne? Ich weiß es nicht. Aber das wäre natürlich auch eine Variante, dass wir einfach mal einen Grubber anhängen, einfach mal probieren, ne? Was letztendlich passiert. Ist natürlich das Problem. Das Einzige, was wir grubbern können, ist unser Haferfeld, weil beim anderen liegen ja noch die Strohballen. Aber ne, wenn wir irgendwie das Haferfeld mal grubbern würden, wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, da mal mit dem Grubber drüber. Und so machen wir das. Ich würde aber mal sagen, ne, das ist jetzt tatsächlich so, dass ich glaube, diese Folge schon wieder lang genug geworden ist. In diesem Sinne fahren wir jetzt hier von uns heim und beenden die Folge. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.